So, gleich 19.10 Uhr. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Wer wird neuer Cheftrainer der Veilchen? Genau die Antwort auf diese Frage gibt es jetzt aus berufenem Mund von unserem Vereinspräsidenten Helge Leonhardt. Bitte schön. Okay, sehr verehrte Vertreter der Presse und der Medien, sehr verehrte Freunde des Aufsichtsrats und Ehrenrates, sehr verehrte Mitarbeiter des FCE und Co-Trainer. Es war eine sehr angestrengte Woche. Seit Freitag letzter Woche wurde ja bekannt gegeben, dass Domenico Tedesco nach FC Schalke 04 wechselt. Deshalb gab es eine operative Notwendigkeit, einen Cheftrainer zu suchen. Und wir hatten eine sehr intensive Woche, das kann ich Ihnen sagen. Wir hatten mehrere Gespräche, sowohl in Aue als auch in Hartenstein, als auch in Karlsbad, als auch in Salzburg bzw. München. Es gab da mehrere Kandidaten. Und ich bin froh, dass wir vor Trainingsstart am Montag Thomas Letsch als neuen Cheftrainer des Fußballclubs Erzgebirge Aue gewinnen konnten. Thomas, erstmal ein herzliches Glück auf und nochmal willkommen. Wie schon gesagt, wir hatten intensive Gespräche. Wir hatten Bedarf, je nach der Ausrichtung des Profils und des Kaders, den wir ja gemeinsam mit dem Trainerteam strukturiert hatten, jemanden zu finden, der auch diesem Leitbild gerecht werden könnte. Wir sind dann auf Thomas Letsch gestoßen, hatten uns in mehreren intensiven Gesprächen verständigt, zuletzt am Donnerstag. Und innerhalb von einer kurzen Zeit konnten sowohl wir als auch Thomas Zufriedenheit herstellen, dass es passt, erstmal von der ganzen Gefühlslage her. Der Cheftrainer war vorher beim FC Liefering tätig und ich danke ebenfalls den Salzburgern, dass das so reibungslos in intensiven Tag- und Nachtgesprächen geklappt hat. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 3 Jahren und gilt für die zweite Bundesliga. An der Seite von Thomas Letsch arbeitet der bisherige Co-Trainer das Co-Trainer-Team mit Robin Lenk, Werner Schupper und Max Uwanski als bewährtes Team, was ebenfalls das Co-Trainer-Team der Aufstiegsmannschaft war und der Mannschaft, die den Klassenerhalt geschafft hat. Ich denke, das sind auch wichtige Merkmale, um weiterhin erfolgreich arbeiten zu können. Da hatten wir uns auch mit Herrn Letsch verständigt. Aber die vorrangigste Aufgabe war, einen Cheftrainer zu finden, und der ist da. Die erste Trainingseinheit leitet der neue Chef morgen, 11 Uhr. Er hatte eine lange Anreise gehabt von Salzburg, deshalb möchte ich nochmal ein Verständnis bitten für die zeitliche Verschiebung des Termins. Es war alles sehr, sehr hektisch, aber ich wollte den Deckel noch drauf machen, bevor es auf den Trainingsplatz geht am Montag. Wir hatten heute mit der Mannschaft noch ein kurzes Barbecue in Hartenstein, so eine Art Willkommen auch für die jungen Spieler, die ja neu dazugekommen sind. Und wir gehen in die Vorbereitung und werden an dem Kader weiter basteln und dann zum Start der zweiten Bundesliga eine leistungsfähige Zweitligamannschaft präsentieren. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit und ich sagte willkommen im Schacht, das habe ich von ganzem Herzen gemeint. Und bin froh, dass es in dieser sehr kurzen Zeit uns gelungen ist, das zu präsentieren mit dem neuen Cheftrainer. In diesem Sinne dann nochmal ein herzliches Glück auf. Ja, vielen Dank unserem Vereinspräsidenten Helge Leonhardt. Er hat schon anklingen lassen, die Anreise, und deswegen auch ein leicht verspäteter Terminbeginn der Pressekonferenz aufgrund der Anreise. Thomas, wie war das? Bayern nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt heute? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also zunächst mal von meiner Seite aus hier hallo. Ich bin noch nicht so weit, dass ich Glück auf automatisch sage, auch wenn ich jetzt so häufig so begrüßt worden bin, aber das werde ich schon noch lernen. Ja, die Anreise war spannend, aber nicht nur die Anreise, sondern die ganzen letzten Tage. Wie es der Präsident sagte, wir hatten gute Gespräche. Es hat eigentlich von Anfang an gepasst, aber dann waren natürlich noch viele Dinge zu klären. In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, hat es mich gefreut, dass eben mein bisheriger Verein da mitgespielt hat und mir die Chance hier ermöglicht hat. Und ja, so waren die letzten Tage sehr hektisch und es ging dann weiter heute mit der Fahrt. Es war doch ein bisschen mehr los auf den Straßen. Ich kenne jetzt tatsächlich viel von Bayern, bis ich dann hier ins wunderschöne Erzgebirge gekommen bin. Aber ich bin froh und dass ich jetzt hier bin. Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Ich denke, grundsätzlich die zweite Bundesliga ist eine fantastische Liga und die stellt einen großen Reiz für alle Beteiligte, für mich natürlich jetzt auch da. Und dann die Möglichkeit zu haben, hier bei einem Traditionsclub mich zu beweisen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Und wenn ich da draußen das Stadion sehe, das noch in Verbindung mit der Atmosphäre, die ich mir jetzt schon vorstellen kann, wenn das Ding fertig ist, aber vor allem mit diesen Fans, die im Hintergrund da stehen, dann ist das eine klasse Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und ich bin froh, dass es geklappt hat. Das war unser Ziel, dass wir das so hinkriegen, dass ich von Anfang an einsteige, dass ich die Vorbereitungsphase Zeit habe, meine Ideen da entsprechend umzusetzen und ich danke für das Vertrauen und freue mich ebenfalls hier auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Ja, vielen Dank, Thomas Letsch. Die ersten Worte von unserem neuen Cheftrainer. 19.15 Uhr, das ist natürlich auch die Zeit und Chance, Fragen zu stellen. Die ganze Geschichte, unsere Pressekonferenz wird im Livestream bei den Kollegen von MDR übertragen. Insofern auch Gruß ins Fernsehen und jetzt Zeit für Fragen. Wenn es die gibt, bitte kurzes Zeichen, dann kommt das Funkmikro vorbei. Hecke, Thomas Nahndorf, kommen wir zur Morgenpost. Thomas Letsch ist ja doch ein relativ unbekannter Name im deutschen Profifußball. Wie seid ihr letztendlich darauf gekommen? Ja, Tedesco war auch unbekannt im Profifußball. Wir haben uns damit mit der Personalie beschäftigt, auch wiederum durch gewisse Recherchen, die wir durchgeführt haben, intensiv. Wir haben uns noch mit mehreren Personalien beschäftigt. Und dann ist uns aufgefallen, der Thomas Letsch hat gearbeitet im Profibereich als Nachwuchschef und sportlicher Leiter, damals in Salzburg, dann auch im Männerbereich. Also es geht auch, man kann mit Jungkadern umgehen, man kann Kader herausbringen, entwickeln, das ist ganz wichtig. Wir haben eine junge Kader jetzt zugeführt und auch die Erfahrung im Männerbereich als Co-Trainer von Schmidt, glaube ich, und dann sogar mal als Interimstrainer von Red Bull Salzburg. Und deshalb, das hat uns eigentlich gesagt, können wir überhaupt so einen Mann kriegen? Ist das möglich? Und ist es dann in den Gesprächen möglich geworden? Und das war eigentlich die Intention, dass wir gesagt haben, neben den anderen Trainerbewerbungen, wo uns keiner abgesagt hat von denen, dass wir gesagt haben, wir haben uns entschieden für Thomas. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Der Kollege ist Sebastian Sieberts von der Freien Presse. Eine Frage an Herrn Letsch. Sie haben gerade eben schon Ideen angesprochen, die Sie umsetzen wollen. Können Sie schon was verraten, was Ihre Ideen sind? Ja, das kann ich natürlich in der Kürze der Zeit kann ich es versuchen, also ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ich denke, allein schon wo wir jetzt sind in Aue, ich glaube, es geht darum, sage ich mal, ehrliche Arbeit abzuliefern und das deckt sich mit einer Sache, die mir sehr wichtig ist, das ist die Mentalität. Ich erwarte von der Mannschaft immer in allen Bereichen da eine große Mentalität und den Wille und dann ist es so, dass mein Fußball, sage ich mal, den ich spielen will, vor allem darauf basiert, dass wir immer aktiv sein wollen. Ich will keine Mannschaft, die passiv agiert, die abwartend spielt, sondern wir wollen immer agieren, egal ob wir den Ball haben oder ob der Gegner den Ball hat. Und da möchte ich viel Laufbereitschaft sehen, viel Sprintbereitschaft. Und das sind so in groben Zügen die Dinge, die ich im Kopf habe.
Klar, und deshalb bin ich auch froh, dass ich die ganze Vorbereitung habe, um genau die Dinge von Grund auf entsprechend in den Trainingseinheiten zu trainieren und die Mannschaft dahin zu bringen. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Sören Fiedler von der Bild und jetzt hoffe ich mal, dass die Mikrofonangel reicht. Herr Leitsch, Sie waren jahrelang auch im Nachwuchs tätig bei RB Salzburg. Sie haben dort erfolgreich gearbeitet und Sie galten bis zuletzt als der Trainerkandidat, der dem Oscar Garcia, glaube ich, folgen sollte. Sprich, jetzt wurde der Marco Rose Ihnen vorgesetzt. Inwieweit spielt da bei Ihnen jetzt auch ein bisschen dieser Fakt eine Rolle, dass Sie jetzt sich eine neue Herausforderung gesucht haben? Er spielt sicherlich indirekt vielleicht eine Rolle. Es ist richtig, dass es in Salzburg einen Trainerwechsel gab und dass sich der FC Red Bull Salzburg für Marco Rose entschieden hat. Aber wie es im Fußball ist, es gibt immer wieder irgendwelche, ja, ich sage teilweise sind es Zusammenhänge, die zufällig sind. Ich weiß nicht, wie das anders gewesen wäre. Für mich ist es auch nicht entscheidend, was in Salzburg passiert ist. Ich habe mich gefreut, dass das Erzgebirge Aue auf mich zukam und ich sehe das als Riesenchance und ich freue mich darauf. Und das, was in Salzburg da passiert hat, hat so gesehen mit der Sache nichts direkt zu tun. Vielen Dank. Der Kollege Fabian Held von DBA. Herr Leitsch, zwei Fragen an Sie. Erstens, also Sie haben sich nicht beworben, sondern Sie wurden von Aue angesprochen, ist das richtig? Ja. Und dann die zweite Frage, Sie haben jetzt einen relativ jungen Kader, der von Ihrem Vorgänger schon zusammengestellt wurde zu größten Teilen. Was ist Ihr Eindruck von der Mannschaft? Haben Sie vielleicht auch schon ein paar Spiele jetzt in der Vorbereitung, in der Analyse gesehen? Was ist da so Ihr Eindruck? Also zunächst mal bin ich der Meinung, dass der Kader schon eine gute Mischung hat. Also es sind sowohl junge Spieler als auch ältere Spieler. Klar ist aber auch, und da sind wir uns alle einig, dass an dem Kader noch ein bisschen gebastelt werden muss. Also der ist sicherlich noch nicht zum jetzigen Stand so, wie er dann am Ende sein soll. Aber ich finde es wichtig, dass ich mir jetzt erstmal persönlich ein Bild mache von der Mannschaft, die Spieler genauer kennenlernen, was das Thema sich davor beschäftigen anbelangt. In der Kürze der Zeit war jetzt noch nicht so viel Zeit. Da ging es mehr darum, im Austausch zu sein mit den Verantwortlichen des Vereins und ein paar andere Sachen zu klären. Aber das wird jetzt natürlich sehr intensiv erfolgen. Dankeschön. Jan Günther von MDR Aktuell. Willkommen im Erzgebirge. Sie kommen aus dem RB-Kosmos, haben auch einen wie Dayo Upamecano mal trainiert. Wie sind aktuell Ihre Kontakte nach Leipzig? Ja, es gibt den einen oder anderen in Leipzig, mit dem ich Kontakt habe. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich in intensiven Austausch bin mit vielen in Leipzig. Es ist so, ja, beispielsweise in Scholt Löw, mit dem ich zusammengearbeitet habe in Salzburg, der jetzt in Leipzig arbeitet, oder auch andere aus dem Nachwuchsbereich, mit denen bin ich logischerweise immer wieder im Austausch, aber eher inzwischen auf einer freundschaftlichen Basis und nicht so sehr im fußballerischen Bereich. Die nächste Frage. Die gibt es nicht. Doch, Sebastian Sieberts, Freie Presse. Frage an Herrn Leonhard. Das ist jetzt schon die vierte Trainervorstellung in 2,5 Jahren Amtszeit. Hoffen Sie jetzt, dass es mal was länger dauert als nicht mal eine ganze Saison? Ja, das Positive ist, ich musste nie einen Trainer entlassen in meiner Amtszeit. So, und einen haben wir jetzt delegiert nach Schalke. Das ist das letzte Mal vor 32 Jahren passiert, als Uli Domala von Aue nach 1. FC Lok Leipzig delegiert wurde. Plus damals war es halt ein ZK-Beschluss. Und heute war es eben der Aufstieg in die erste Liga. Deshalb sage ich, natürlich hätten wir auch den Herrn Tedesco noch gerne halbwegs, weil er gute Arbeit geleistet hat. Aber die Mannschaft war auch der Star eigentlich. Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen uns auf die Gegenwart konzentrieren jetzt. Habe ich auch zum Cheftrainer gesagt. Weil Krieg und Frieden wird immer in der Gegenwart entschieden, niemals in der Vergangenheit. Und dann darauf müssen wir uns konzentrieren. Und deshalb sage ich, das was war, das war. Und wir haben jetzt ein Status quo und wir sind mit dem Trainer, sagen wir, fast schon ekelerregend den Kader durchgegangen. Also positiv gesehen meine ich das jetzt, also akribisch mehr. Und da hat Lenk eine super Rolle gespielt. Die haben sich nur über den Kader unterhalten. Eine Stunde, das ist ja auch für den Trainer wichtig.
Und dann, was musst du punktuell noch tun? Wir brauchen erfahrene Leute oder brauchen wir noch mehr junge Leute oder wie viele Innenverteidiger noch? Weil wir haben ja zwei Spieler verloren eigentlich, das sind zwei Innenverteidiger. Samsung und Freikreuz. Und jetzt musst du sagen, okay, jetzt musst du punktuell, wir haben ja nicht wie vor 2,5 Jahren, dass wir eine ganze Truppe verloren haben. Wir haben zwei Spieler verloren und müssen jetzt sagen, punktuell, was tun wir? Und da, deshalb bin ich ja so froh, dass wir einen Cheftrainer haben, weil jetzt Einzelentscheidungen zu treffen, in Fragen Kaderzuführung, muss der Cheftrainer mit dabei sein. Und da haben wir uns auch verständigt. Ich sage gerade mal die Frage Innenverteidigung, vielleicht auch im offensiven Bereich etc. Das waren schon fachliche Fragen, die in die Tiefe gingen, denn der Trainer muss wissen oder muss davon überzeugt sein, dass er hier die zweite Bundesliga besteht. Weil Aue muss eine Zweitligamannschaft sein und Zweitligamannschaft bleiben. Das ist ein strategisches Ziel. Und nach diesen strategischen Zielen treffen wir operative Entscheidungen, sowohl im Kader als auch im Umfeld. Und das war für mich wichtig. Und Sebastian, ob jetzt ein Trainer, das ist auch hypothetisch, sagen wir, delegiert wird oder höher steigt oder um Freistellung bittet, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist immer eine Frage im Profigeschäft. Was heute richtig ist, ist morgen anders oder kann anders sein. Das habt ihr ja alle miterlebt. Ich war ja Freitag selber angeschlagen und auch unsere Fans, klar. Ich bist zwei Tage im Wachkoma und dann musst du reagieren. So, dann musst du sagen, okay, du musst reagieren, du musst einfach weitermachen. Weil es war schon ein Hammer, der da kam. Aber auch Herr Tedesco hat sich heute von der Mannschaft und von uns verabschiedet. Er war extra nochmal da, hat sein Auto abgegeben und eine Schlüssel. Und das war auch ein Zeichen, dass man im Guten das löst. Alles im Guten. Man sieht sich im Leben mindestens zweimal. Und wer weiß, welche Synergien auch daraus erwachsen können. Und das waren die Grundsatzgespräche. Und das war, denke ich, auch entscheidend für die Auswahl des neuen Cheftrainers. Und ich hoffe, er wird zumindest den 3-Jahres-Vertrag erfüllen. Vielen Dank. Und da sind wir nochmal bei der Bild-Zeitung und Sören Fiedler. Eine kurze Nachfrage an den Präsidenten. Hat der neue Trainer eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga? Über Verträge sind Stillschweigen vereinbart. Und deshalb kann ich dazu nichts sagen. Jan Günther, MDR Aktuell. Leonard, wie sehr haben die Schalker denn an ihrem Co-Trainer-Team gebaggert? Kann ich ebenfalls nicht beantworten, weiß ich nicht. Ich habe mit Schalke nicht über Co-Trainer gesprochen. Ich habe letzten Freitag mit Schalke erstmalig gesprochen über den Cheftrainer. Gibt es weitere Fragen? Fabian Held nochmal von dpa. Herr Letsch, Sie hatten angesprochen, dass Sie noch punktuell Veränderungen im Kader sich vorstellen. Können Sie sagen, was da so Ihre Ideen sind, was Sie sich da noch an Profilen, an Spielern wünschen oder fordern? Ja, der Präsident hat es ja vorhin gesagt. Klar ist, wenn zwei Innenverteidiger gehen, dass da eine große Lücke ist. Ich glaube, das ist jedem klar, dass wir in dem Bereich nachrüsten muss. Dann gibt es sicherlich noch andere Positionen, wo man einfach schauen muss, gibt es da vielleicht Bedarf, die Qualität noch etwas zu steigern. Aber da muss ich sagen, das gebührt erstens der Respekt der jetzigen Mannschaft und das jetzt erstmal zu schauen, wie sind die Jungs drauf, welche Möglichkeiten haben wir da innerhalb des Kaders. Und das Schöne ist, wir haben ja noch etwas Zeit. Es ist immer gut, man hat relativ früh einen kompletten Kader zur Verfügung. Wenn es dann aber nicht so ist, also ich denke, mir ist es wichtiger, wir finden dann die richtigen Spieler, als dass wir jetzt schnell machen, okay, Trainingsstart, wir brauchen sofort die komplette Truppe. Und da wird man uns sicherlich auch Zeit lassen und gemeinsam dann die Entscheidung treffen. Und was ich gut finde, und es wurde mir auch klar signalisiert, dass es bis mein Vertrag fixiert war, nichts mehr passiert und dass wir gemeinsam eben diese Dinge entscheiden. Weil das ist mir schon wichtig, dass die Dinge, die jetzt noch passieren bezüglich der Mannschaft, dass ich da ja, extremst involviert bin. Gibt es weitere Fragen? Fabian Held lässt nicht locker.
Schön wäre es gewesen. Eine Frage noch, Sie waren Co-Trainer unter Roger Schmidt, inwieweit hat er Ihre Arbeit beeinflusst oder ja, haben Sie was von ihm gelernt oder er von Ihnen? Ja, natürlich. Also ich denke, jede Station, die man macht, jede Erfahrung nimmt mir immer was mit. Und Roger Schmidt hat in dieser Zeit in Salzburg, da haben wir eine sensationelle Runde gespielt und er hat vieles von dem Fußball, von dem Red Bull Fußball in Salzburg intensiv mitgeprägt. Und natürlich habe ich auch viel mitgenommen von der Geschichte. Aber auch, ich sag mal, wie ich es gerade sagte, also nicht nur in dieser Phase, mein Job in Salzburg war ja auch diese Spielphilosophie, für die wir da standen, entsprechend zu implementieren und einzufordern. Also von dem her, in allen Bereichen dort habe ich natürlich viel mitgenommen. Auch zu meiner Co-Trainerzeit noch mit dem Markus Sorg, das ist zwar schon länger her, das ist ja das Lustige hier, der Max Oranski noch ein Spieler von mir war in Ulm, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Auch da habe ich natürlich Dinge mitgenommen. Also egal, ob es als Co-Trainer war, ob es dann in der eigenen Verantwortung war oder mit den Spielern, mit denen man dann zusammengearbeitet hat, mit dem Trainerteam. Ich glaube, man muss aus allem was rausziehen, sowohl im positiven Sinne als natürlich auch, ich denke, auch negative Erfahrungen helfen einem natürlich, um das Positive für sich rauszuziehen. Ich schaue extra zu Fabian Held. Nichts mehr. Dann gibt es weitere Fragen. Dann ziehen wir es nicht länger aus. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für das Kommen zur heutigen Pressekonferenz. Wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Restsonntagabend und freuen uns morgen auf den Trainingsauftakt beim FC Erzgebirge Aue mit Thomas Letsch. Danke und Glück auf!